Und damit begrüße ich euch bei Ski Alpine Racing 2007. Wir sind, wie gesagt, richtig hardcore in der Zukunft angekommen. Mein Shirt ist ein bisschen verrutscht, macht aber nichts. So, jetzt sehe ich richtig hübsch aus. Also, willkommen bei Ski Alpine Racing. Ich habe dort mal, ich glaube, ich habe Tom Brady kreiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Tom Brady ist. Nicht Bodo Müller, nicht Bodie Miller, nicht Hermann Mayer. Nein, wir starten mit Tom Brady, den wir mutigerweise einfach mal Wamsi Michel genannt haben. Jetzt habe ich schon gedacht, ich hätte mich Wamsi Michael genannt. Das wäre natürlich ein fataler Fehler gewesen. Das Spiel ist eigentlich genauso aufgebaut wie RTL Skispringen, nur dass der Typ noch coolere Moves macht. Trainer können wir einstellen, Wachser können wir einstellen. Wir sind ein richtig beschissener Fahrer. Ich bin ein richtig beschissener Spieler. Hab dieses Spiel noch nie gespielt. Ich bin jetzt gerade mit Bodie Miller, mit dem guten Bodie Miller, mal abgefahren. Und von, ich glaube, 10 Versuchen bin ich immerhin zweimal ins Ziel gekommen. Ich glaube, das ist eine gute Quote. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Profis da eine bessere Quote haben. Es wird auf jeden Fall sehr lustig. Mal schauen, wie ernst wir dieses Spiel dann auch nehmen. Sicherlich wird der Ehrgeiz irgendwann geweckt werden. Wir gehen mal ins Training rein. Wir schauen mal und sondieren den Trainermarkt. Da haben wir natürlich den K. Kugelbach, 61-jähriger Österreicher, der aussieht, als hätte er sich damals mit Walter Matthau immer gestritten. Beziehungsweise er sieht aus wie Walter Matthau. Die sehr, sehr Alten unter euch kennen Walter Matthau noch. Kugelbach bietet die für sein Gehalt angemessene Leistung nicht mehr und manchmal auch ein bisschen weniger. Sehr schön. Ich glaube, seine Lieblingsbeschäftigung ist auf jeden Fall Angeln. Auch ein bisschen was von El Bandi. So, Kenichi Sakamoto, der sieht nice aus. Der wird bestimmt 117 Jahre alt. Bin ich mir jetzt schon sicher. Der als unnahbar geltende Japaner hat immer einen Ass im Ärmel, wenn er als Trainer nur genauso gut wäre wie als Pokerspieler. Okili-dokili, Daniel Dickhaut. Wer ist das? Wie heißt er? Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Pierre Littbarski. Das ist doch Pierre Littbarski, oder? Daniel Dickhaut steht noch ganz am Anfang seiner Karriere. Wenn er so weitermacht, wird er da auch noch eine Weile stehen bleiben. Nice. Oh, Louis de Funès auch mit dabei. Oder, ja, könnte auch der von Breaking Bad sein. Der Hank, der forsche Franzose, gibt nicht viel auf die Meinung anderer. Sieg oder Niederlage sind für ihn nur eine Frage des persönlichen Durchsetzungsvermögens. Und das geht nicht selten in die Hose. Ich würde sagen, der hat auch gelbe Flecken auf dem Hemd. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mortimer Breakfast. Viele Athleten, Entschuldigung, die Frisur hätte ich gerne. Viele Athleten haben noch immer ein Problem damit, wenn sie gegen einen von dem 29-jährigen trainierten und in der Regel hochmotivierten Läufer verlieren. Danny Dreyfus aus den USA, US und A. Dreyfus Läufer gehen meist mit der Gelassenheit eines angeschossenen Pitbulls ins Rennen. Ich weiß nicht, also weiß gar nicht, wie entschlossen die da noch sind. Manch einer war so übermotiviert, dass er den Beginn des nächsten Rennens gar nicht mehr abgewartet hat und schon Stunden vor dem Start ins Ziel gegangen ist. Alter, die haben aber nochmal hier ein bisschen Humor draufgelegt. Carlos Santana, Mensch, ey, wenn das nicht geil wird. Santana wird mitunter als Voodoo-Priester des alpinen Skisports bezeichnet. Wenn es um tote Hühner geht, bevorzugt er jedoch die gegrillten. Den nehmen wir. Carlos Santana. Den holen wir uns und wir werden bestimmt richtig krass schnell hier nach oben kommen. So, kann ich hier irgendwas machen? Trainingspower 0. Trainieren. Aha. Okay. Training beendet. Man hört irgendwie keinen Sound, gell? Ich habe es, glaube ich, zu leise gestellt. Aber mal schauen, ob das dann im Rennen passt. Deswegen würde ich sagen, wachsen machen wir jetzt auch mal automatisch. Wir tun jetzt einfach so, als wären wir hier voll gut. Und könnten das Spiel. Wir gehen einfach mal in den Wettkampf rein. Riesenslalom in Park City. Da ist der Rekordhalter, der Albrecht, mit 52,93. Und ich kann euch versprechen, es wird furchtbar werden. Alter, kickt schon richtig. Also Riesenslalom. Möchten die hier aber sowas von. So, komm. Düt, düt. Na, 68. Ich wollte eigentlich 69% haben. Sehr schade. So, let's go. Oh, wow. Gehe mal ein bisschen langsamer durch. Wow. Holy fuck. Eieieiei. Alter, die Kamera ist aber auch schon heftig. Dass die dauernd so wechselt. Könnt ihr die mal aufhören damit? So, hier wird es eh ein bisschen ruhiger. Abstand wahrscheinlich jetzt schon 99 Sekunden nach vorne. Oh, jetzt wird es wieder schneller. Ich habe Angst, Leute. Das ist Stress pur. Da ist Skispringen wirklich ein Feierabendbierchen dagegen.
Oh, hier müssen wir wieder runtergehen. Aber eigentlich machen wir es ganz ordentlich. Muss man sagen. Wahrscheinlich, wie gesagt, Abstand 9000 Sekunden. Alter, warum macht ihr das mit der Kamera? Oh, wir sind jetzt, glaube ich, schon eine Minute drüber oder so. Keine Ahnung. Aber wir schaffen es ins Ziel mit einer 1.06. Das ist, ich glaube, nicht wirklich gut. Er schüttelt den Kopf, er ist unzufrieden. Aber wir sind ins Ziel gekommen, ohne zu sterben. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich finde, lebendig runterkommen, gesund runterkommen. Schaut euch das an. Pizza, Pommes, richtig gut, wie wir da die Skier auch parallel halten. Körperschwerpunkt schön weit hinten. Ne, der soll eigentlich schön weit vorne sein, gell? Nicht zu weit hinten. So viel Ski-Alpin-Erfahrung habe ich noch. Probelauf 1.06, Sprunganalyse gab es keine. Alle 35 Tore passiert, Genauigkeit gut. Start war nicht ganz so gut. Ja, hey, 8. Platz. Nur Marc Ginny, Alessandro Fettori, Walter Girardi, Drago. Das sind alle schneller als wir. Aber hey, das war ziemlich gut. Der Hohlknecht. Hohlknecht ist ein nicer Name. Also 8. Platz. Ich dachte jetzt, wir wären mit Abstand letzter. Aber die Abstände sind halt auch nice. Ein bisschen groß, würde ich sagen. So, ich schaue mal ganz kurz in die Aufnahme rein, bevor wir dann in den ersten Durchgang reingehen des Riesenslaloms. Und dann schaue ich mal, ob die Musik nicht ein bisschen zu laut ist. So, das sollte schon irgendwie passen. Wir gehen mal rein in den zweiten Durchgang, in den ersten Durchlauf natürlich. 45,9% Wachsmischung, der Wamsi Michel steht oben im Starthäuschen. Vielleicht kriegen wir diesmal einen besseren Start hin. Eieiei, 73%, auch nicht wirklich gut. Aber wir können ein bisschen mehr durchziehen. Ah nee, wir fahren sogar mit Geist, das irritiert mich ja mega. Boah! Alter, fett in die Bande rein. Okay, das war schon mal nicht gut. Jetzt bin ich auch ein bisschen zu mutig. Ja, bin zu mutig gerade. Jetzt haben wir nicht besonders viel Schwung mitgenommen. Hier können wir es eh rauschen lassen, aber wir sind sogar ein bisschen schneller als unser Geist. Keine Ahnung warum. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen rausnehmen. Alter Schwede, ist das anstrengend, dieses Spiel. Ich habe jetzt einen Puls von 18.000. Alter, wenn diese Kameraperspektive mal aufhören würde, ist eigentlich schon geil gemacht. Aber es ist auch ein Heartbreaker. Boah. Mit Schmackes. Komm schon, Wamsi Michel, zieh durch. Wir sind nur einmal in die Wand gefahren. Oh, jetzt wird es nochmal eng. Und eine 1.04.91. Naja. Naja. Die Mucke ist, glaube ich, noch lauter geworden. Ich weiß nicht. Muss ich mir gleich mal anschauen. Dieses Spiel ist so schwer aufzunehmen. Es ist generell schon so schwer, das überhaupt in Gang zu bekommen, dass ich euch das gar nicht erklären kann, wie ich das in Gang bekommen habe. Aber immerhin habe ich die Schrift unten jetzt mal wieder raus. Alter Vater. Voll in die Bande rein. Danach war es eigentlich ein ganz gutes Rennen. Erster Lauf 1.06.91. Hä? War aber doch jetzt besser. Wir waren doch jetzt schneller. Hä? Hä? Wir waren doch jetzt schneller als 1.96, oder? Waren wir nicht 1.4 oder so ein Scheiß? Oder haben wir da noch Strafsekunden bekommen? Wir gehen also nur als Elfter in den zweiten Durchgang rein. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Yo! Aber holla the Wood Fairy. Ultra-Start. Das lief doch schon mal gut. Kurve kriegen wir diesmal auch ein bisschen besser zumindest. Boah, jetzt sind wir richtig raus aus dem Rhythmus. Da sind wir richtig rausgeschossen. Aber jetzt wird es flacher. Boah! Okay, da fahren wir dran vorbei. Das war nicht gut. Da sind wir richtig aus dem Rhythmus rausgekommen. Jetzt auch mega Schwung verloren. Jetzt wird es wieder ein bisschen wie so Wildwasser. Man sieht genau, wo es kacke wird. Bisschen mehr Gefühl dann irgendwann dafür entwickle, dann wird es hoffentlich auch besser. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel geübt. Soll eigentlich einfach nur so ein bisschen gagmäßig sein, aber hier kommen wir gut durch. Dann müssen wir auch noch mal kurz vom Tempo runter. Das können wir, glaube ich, mit Schmackes durchgehen. Und der Stefan Hocke
der wir gerade am Start sind. Ja, da sind wir gut durchgekommen. Der zweite Durchgang. Insgesamt 2:10:59. Hundertstel dann Rückstand. Bo Hansen, Cape Slip. Okay. Finde ich gut, wenn das oben eingeblendet wird. 1:05:14. Okay, okay, okay. Okay. Finaler Lauf, erster Lauf. Finaler Lauf, erster Lauf. Okay. Ja, ist ja wurscht. Höchste Geschwindigkeit 118 und hier waren es nur 114. 34 von 35 passiert. Ein stabiler 8. Platz für uns zum Auftakt. Ich würde sagen, ich würde sagen, das wird noch besser. Ich schaue mir jetzt mal an, ob die Aufnahme überhaupt so funktioniert. Und dann macht das schon Spaß. Ich glaube, hier kann man auch richtig, richtig Laune haben. Für mich auch relativ easy zum Aufnehmen. Die Rocky Picture Show, die Horror-Schülow-Show unten auf Platz 10, knapp hinter uns. Und es haben uns nur 9 Sekunden gefehlt. Ich glaube, das ist bei Ski Alpin eigentlich fast nichts, ne? Also, bis gleich. Es ballert schon richtig, das Game. Also, willkommen hier im Nachthimmel von Val d'Isère. Mucke, ja, müsste trotzdem passen. Machen wir den Probelauf natürlich. Bisschen Übung schadet nie. Ja, läuft. Ach, guck mal, einfach geradeaus. Das kann ich. Oh je, Alter, da ist aber richtig Speed drauf. Oh je, oh je. Irgendwie kann ich bestimmt auch springen, oder? Oder macht er das einfach selber? Mal ein bisschen kurz. Wie gesagt, mit ein bisschen Übung werde ich wahrscheinlich auch nicht besser, aber ich sag's trotzdem mal. Das kriegen wir hin. Boah, da ist einmal kurz ausgehebelt worden. Ja, wirklich schnell sind wir, glaube ich, nicht. Ich habe mir die Bestzeit jetzt nicht angeschaut. Ich will auch gar nicht mein Gesicht sehen. Ich sitze ein bisschen weiter weg von der Webcam und es ist alles sehr dunkel. So, da sind wir gar nicht so schlecht. Hinter der Bestzeit. Ein bisschen weiter von außen rein. Dann kriegen wir das in Vollspeed. Hier auch ein bisschen weiter von außen. Ja, alles gar kein Problem. Easy peasy. Boah, wenn man nicht sieht, wo es lang geht, ist auch schwierig. So, jetzt sollten wir mal richtig reinballern. Alter, die Kameraperspektive. Die killt mich einfach. Holy fuck. So, wir liegen vorne. Bestzeit für den Wamsi-Michel. Ein bisschen zu weit innen sind wir hier. Aber Abfahrtslauf jetzt auch noch nicht so richtig schwer, muss man sagen. Ich glaube, je schneller die Athleten sind, desto schwieriger wird es dann auch. Zum Start hat man hier echt noch schön ein bisschen Luft. Uiuiui. Einmal krass verkantet. Bin ein großer Fan von Emanuel verkantet. Ja, servus. Kurz einmal Hallo gesagt. Und jetzt mit Schmackes. Komm schon. 1:56:17. Bestzeit für den Wamsi-Michel. Unfassbare Szenen spielen sich hier unten ab. Los, Wamsi, Bestzeit. Die wussten es schon vorher. Das hat jetzt 2 Minuten eures Lebens gekostet. Das ist euch schon klar, oder? Waren es echt 2 Minuten? Es ging wie im Flug rum. Schaut euch das nochmal an. Wir schauen uns die kompletten 2 Minuten nochmal an. Alter, diese Musik ist so laut. So, 144 Stundenkilometer. 1:56 tatsächlich. Und dann sind wir Zweiter sogar hinter Marc Gini aus der Schweiz. Der Marc Gini, der Gini Marc. Kennst du den Gini Marc? Ich kenne ihn auch nicht. 30% Wachsmischung, da haben wir richtig gut gearbeitet. Alter, diese Musik macht mich so aggressiv, Leute. Ja, 86%, mein Geburtsjahr. Da waren wir eben ein bisschen besser. Ich hasse das, wenn der Geist vorne wegfährt. Das macht mich so aggressiv. Mag ich überhaupt nicht. Und ich mag auch diese Kameraperspektive irgendwie nicht. Okay, da war ich vorbei. Kostet, glaube ich, ein paar Sekunden, oder? Ich weiß es nicht genau, wie viel Strafe das kostet. Kann ich den Geist ausschalten? Ich hoffe doch, ich kann den ausschalten. Das hat mich bei Mario Kart schon immer gestört. Ich habe jetzt hier einfach Fullspeed immer in der Stefan Hocke. Es gibt nur die Möglichkeit,
Also ich weiß es nicht genau. Es gibt irgendwie noch einen anderen Knopf, den man auch noch drücken kann. Den habe ich noch nicht gefunden. Eigentlich Name meines Sexvideos, um ehrlich zu sein. Es gibt bestimmt noch einen anderen Knopf, aber den habe ich noch nicht gefunden. So, hier können wir durchziehen. Ganz easy, ohne da zu stark zu verkanten. Da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen gefühlvoll an den Knöpfen drücken. Könnte auch der Name meines Sexvideos sein. Wo sind wir hier? Da sind wir jetzt eigentlich ganz gefühlvoll durchgekommen. Name meines... Ach komm. Kann doch nicht sein, dass alles zweideutig ist. So, jawohl. 18. Vorsprung. Aber Marc Genie aus der Schweiz, da kommt ja erst noch. So, die Skier verkanten nicht. Sehr gut. Hier kommen wir schwungvoll durch. Schwungvoll durchs Leben. Ja, sauber. So, da ein bisschen weiter nach rechts fahren, dann kriegen wir die Kurve hier auch besser. Macht schon Spaß. Ich kann verstehen, warum ihr das mögt. So, Publikum ist da und wir feiern. Yes, 1,54,29. Was ein zweiter Durchgang, ey. Mit Schanzenrekord. Null geschossen und trotzdem vorne. Keine Ahnung, was ich hier erzähle. Ich mische einfach alle Sportarten zusammen. Alles, was ich über Wintersport weiß, lasse ich hier einfließen. Sieht voll schön aus. Wird auch so ein Let's Play, meine Glatze im Nachthimmel. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Setz mir demnächst so einen Helm auf. Alter, der geht voll ab, der Tom Brady. Nice, macht richtig Spaß. 1,56,29. Sie haben das Rennen beendet. Wichtig. Schigi, what? Der zweite Durchgang war ja brutal. 1,56,29. Der erste Sieg für den Bamsi-Michel. Holy fuck. Wie gut sind wir denn eigentlich? Ich bin einfach ein Pro-Gamer. Ich unterschätze mich einfach. Abfahrt des Junioren-Cups. Und ich muss die Musik leiser machen. Holy shit, ist das laut. Ich höre überhaupt nichts mehr. Ich schnürze ich jetzt erst die Skier. Die Skischuhe mit einem Doppelknoten. Mit einem Glove-Hitch. So, also das lief gut. Wir haben 11.100 Euro. Carlos Santana ist zufrieden. Wie gesagt, die Spielmechaniken sind genauso wie beim RTL Skispringen. Nur, dass hier die Trainingspower schon vorgegeben ist. Man kann das zwar hier noch verändern, aber ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Es geht recht schnell, wie man den Läufer hier entwickelt. Tom Brady ist zufrieden mit sich. Wir wachsen wieder automatisch und gehen dann doch direkt in den nächsten Wettkampf. Es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeiten, im Shop ein paar neue Sachen zu kaufen. Das würde ich jetzt in der ersten Folge aber mal weglassen. Also zweites Rennen, erster Sieg. Stimmt das? Habe ich das gerade geträumt? Kann doch eigentlich nicht sein. AB Cup, BC Cup, CD Cup, Two Girls One Cup. Also hier ist für jeden was mit dabei. Leider. Was ist denn der Abfahrtscup wahrscheinlich? Bin einfach Experte. Der Super G Cup, also der Super G Punkt. Dann haben wir den Riesenslalom, den Sabine Lisicki Cup, den Slalom natürlich, AB-Meister und so weiter und so fort. Da gibt es dann wohl noch einzelne Meisterschaften. Sehr nice. Also, cool gemacht, das Game. Kann man echt nicht meckern. Werden wir ein bisschen Spaß mit haben. Nicht zu viel Spaß, ne? Nicht zu viel. Wir müssen ja schon auch schauen, dass man sich der Gesellschaft ein bisschen anpasst. Deswegen, wir dürfen nicht zu erfreut sein. Und Riesenslalom kommt jetzt. Vor Slalom habe ich am meisten Angst, um ehrlich zu sein. Ein Fehler und, fünf Fehler und man ist raus. Holy fuck. Walter Giratti mit der 1,18,81. Und die Mucke ballert wieder. 91%. Nice. Zieh durch, Wamsi. Aua. Aua. Tut schon ein bisschen weh. Alter, ist das geil. Das macht schon richtig Spaß. Also, jetzt wirklich. So richtig Spaß. Nicht einfach nur so, oh, die habe ich vergessen. Entschuldigung, die habe ich auch vergessen. Ich einfach gegen jedes Tor baller. Nee, es macht wirklich Spaß. Cool gemacht. Bestes Skigame, was es gibt. Wenn man das mal vergleicht mit dem anderen Wintersport... Alter, 7 Sekunden Rückstand. Mit dem anderen Wintersport-Game, was da jetzt rauskam.
Das ist absoluter Rotz dagegen. Hier hat man ein echtes Gefühl, wenn man ein bisschen übt, kriegt man es gut hin. Das machen wir jetzt hier eh gerade nur mal, um die Strecke kennenzulernen. War jetzt nicht besonders stark, was ich da oben im oberen Bereich gemacht habe. So, jetzt kommen wir hier doch ganz gut durch. Also hier ist easy peasy. Boah, jetzt wird es wieder ein bisschen schneller. Gehen wir ganz kurz ein bisschen raus. Hier auch nochmal. Dann schauen wir, dass wir das hier kriegen. Wir verkanten halt sehr, sehr viel. Wir nehmen wenig Schwung mit. Das war kein guter Probelauf. 9 Sekunden Rückstand. Das war definitiv nicht gut. Eine 5 plus kriegen wir da. Ist das eine Schulnote da oben? So mache ich da nicht mit. Das ist ja beleidigend. 5 plus. So, verfehlt 2. 1,28, 11. Der 19. Platz. Ja, Alessandro Fettori war da leicht besser. Jetzt Walter Girardi mit der 1,19, 2. Wachsmischung 47%. Wir sind motiviert. Komm schon, Tom Brady. Wir schaffen das. Lief ja nicht so gut, ne? Das ist ja heute wieder nicht so gut gelaufen. Oh nein. Ach, komm, das erste Tor verpasst. Alter! Guter Start. Kann man nicht meckern. Ich glaube, da war ich eben sogar noch besser. Alter, ist das schlecht. Aber hier oben ist auch echt schwer. Alter, wie soll man dieses Tor denn kriegen? Ich glaube, ich werde gleich disqualifiziert, oder? Oh, da waren wir ja vorher sogar noch besser. Oh je, okay, das war's. Ich bin raus. Ne, einmal darf ich noch. Alter, 14 Sekunden Abstand. Ist das schlecht? Jetzt ziehen wir es hier durch. Ja, hier ist easy. Aber oben ist echt schwer. So, wenn man weniger korrigiert, nicht so hart einlenkt, dann verliert man auch nicht so viel an Geschwindigkeit. Wird ein bisschen schwindelig dabei. Okay, das war jetzt nicht so gut. Da war ich letzte Mal besser. Ich darf jetzt keinen Fehler mehr machen. Ja, ich schaffe aber die Zeit aus dem vorherigen Durchgang. 1,34,04. 5 plus. Ja, wahrscheinlich immer die Strafsekunden noch oben drauf gerechnet. Die 10 Sekunden. Also 2 Sekunden pro Shit, pro Fehler kriegt man drauf. Gut zu wissen. Ja, not qualified. Ja, not qualified. Dankeschön, dass es nochmal darauf hingewiesen wird. Also Riesenslalom ist noch nicht so meine Disziplin, aber wir scheitern gerne. Wir scheitern. Ja, leider gibt es keine Prämien. Ja, wieso beide Daumen hoch, Tom Brady? Hat er auch schon mal höhere Ansprüche in seiner Karriere. Gib es doch nicht. Also für Tipps bin ich gerne offen, weil wie gesagt, ich kann das Spiel nicht, ich kenne es nicht, ich habe es noch nie gespielt in meinem gesamten Leben, auch im Leben davor nicht. Jetzt geht's zum Super G. Ich glaube, Abfahrt ist auch relativ leicht. Aber Super G, Riesenslalom, alles relativ complicated. Gröden. Da gibt es ganz viele Gröden. Die laufen da frei rum. 1,46, 22. Die Bestzeit. Let's go. Muss ja auch nicht immer warten bis zum bitteren Ende. Boah, Alter, man nimmt hier aber auch wieder Geschwindigkeit mit. Boah. Das ist echt die Hölle. Da habe ich ein bisschen viel rausgenommen. Aber ich fahre jetzt lieber mal auf Nummer sicher, als hier komplett Risiko zu gehen. Kostet wahrscheinlich immer mal ein bisschen was ich hier mache. Oh, wir springen! 50 Meter. Nice. Ohne Telemark allerdings. So, hier ist relativ flach. Bislang sieht es noch ganz ordentlich aus. Jetzt Buckelpiste auch noch. Alter! Da hat es mich nochmal ausgehebelt. Oh nein. Ach, shit, ey. Da hat es mich zweimal ausgehebelt. Schade. Oh, das hat viel Zeit gekostet. Das hat super viel Zeit gekostet. Da müssen wir wieder Schmackes mitnehmen. Ne, cool. Macht wie gesagt echt Laune. Da hat man
Verbesserungspotenzial. Auch in meinem Alter kann man das, glaube ich, noch schaffen. Wow. Man weiß auch, wann man mal vom Gas runtergehen muss. Zum Beispiel hier. Boah. Das ist aber echt krass gemacht, weil es einen manchmal in der Kurve aushebelt und dann steuert er eben nicht mehr dahin, wo man es ganz gerne hätte. Zum Beispiel hier, wo ich nochmal richtig fett durch... Alter, jetzt hör halt auf. Da haben wir nicht genügend Geschwindigkeiten mitgenommen. Nicht gut, aber 1,40,3. 1,44,3 dann wegen der zwei Fehler. Das ist sogar die Bestzeit im Ziel. Tom Brady ist zufrieden. Wenn Tom Brady sich freut, der Goat des American Footballs, dann bin ich auch zufrieden. 1,44,3, ja. Gutes Ding. Nehmen wir gerne so mit. Jetzt in... Ja, es gibt nur einen Durchgang, oder? Ach, ich bin bei Ski Alpine auch gar nicht mehr so affin. Schon ewig nicht mehr gesehen. Vertitech. Wahrscheinlich der offizielle Sponsor von Titisee Neustadt. So, komm, das kriegen wir sogar noch besser hin jetzt dieses Mal. Ja, so läuft das schon mal. Ach, ey, dieser scheiß Schatten. Geht mir so auf den Sack. Geh weg, du scheiß Schatten. Ich will dich nicht sehen. Sehr gut. Sind wir den schon mal los? Super. Da kommen wir eigentlich gut durch. Durch den schweren ersten Teil. Nach dem Sprung war es dann ein bisschen kompliziert, glaube ich. Oder nach den Sprüngen. So, hier ist schön flach. Da ist easy, aber jetzt kommt dieser schwere Teil. Mit dem Doppelsprung. Boah, da nehme ich auch nochmal. Das war ziemlich optimal. Richtig geiles Spiel. Richtig nice. Echt Bock. Boah, da sind wir eben wieder ausgehebelt worden. Das hat man jetzt nur schwer gesehen. Aber da konnte ich nicht mehr gegensteuern, weil wir ausgehebelt wurden. Wie ich es ja gerade auch schon selber gesagt habe. Ich habe immer Angst, dass der eigene Schatten mich überholt. Boah, da auch wieder ausgehebelt worden. Also die Spieldynamiken sind total gut. Da auch wieder. Fett einfach mal die Stange gegen den Kopf bekommen. Und jetzt diesmal mit ein bisschen mehr Schmackes darunter. Sollte eigentlich möglich sein. Letztes Mal waren wir ziemlich dumm am Start. Aber wenn wir hier jetzt richtig Geschwindigkeit mitnehmen, dann ist das ein sauguter Durchgang mit der 1,38,8. Super Ding. 6 Sekunden vorne. Das war aber auch relativ easy, muss man sagen. Cooles Spiel. Warum kriegen Entwickler das heute nicht mehr so gut hin? Ist doch eigentlich nicht so schwer. Und ich nutze hier ja wahrscheinlich noch nicht mal alles, was man nutzen kann. Sie haben das Rennen beendet und wir gewinnen einfach echt mit über 6 Sekunden Vorsprung vor dem Hohlknecht. So, Super-G und Abfahrt ist unser Ding. Riesenslalom nicht so sehr. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon drauf sind. Okay, Siegerehrung oder was geht jetzt hier ab? Alter, nice. Stadels Weißbier. Frei saufen. Tom Brady freut sich. Oh ja, ich bin der Größte. I am the GOAT. Der Schmied hat auch einen guten Zahnarzt, der Gute. Lassen wir mal weg. Voll geil, macht voll Spaß. Spielen wir im Stream demnächst nur noch dieses Spiel. Juhu, wir haben einen Dildo bekommen. Den Junior Liga Super G Cup. Hä, ist schon rum oder was? Einigkeit und Recht und Freiheit für das Deutsche. Nein, singe ich jetzt nicht. Ist schon alles schlimm genug. So, da nochmal zwei und da und du kriegst 2 Punkte. Ihr alle bekommt Oprah-mäßig 2 Punkte. Fehlerfreier Super-G, also die 0 geschossen beim Super-G. Richtig nice. Alter, wie viele Medaillen? Ist doch jetzt auch mal gut. Das war's jetzt schon, oder was? Mit den Super-Gs. Nee, die Knöpfe sind irgendwie komisch belegt. So, warte mal. Wo ist denn, Kalender. Da steht's ja. Ernsthaft? Das sind alle Rennen in der ersten Saison?
Das ist ja wenig. Dann kommen noch die SG-Meisterschaften, die Super-G-Meisterschaften. Jetzt kommt erstmal die Abfahrt in Chamonix. Da schäme ich mich ja nie, deswegen machen wir das jetzt. Ich glaube, man ist hier relativ schnell durch, oder? Ich weiß nicht, wie umfangreich dieser Karrieremodus ist, aber beim Skispringen dauert es irgendwie länger. So, ab in den Wettkampf. Ich will noch eine Abfahrt machen. Hermann Mayer gegen Bodie Miller. Facing the Hill von Ronnie Preece. Man kennt es einfach. Damals der Sommerhit gewesen im Winter. Patrick Büx. Der ist wieder ausgebüxt. Kurt Ankel hat sich wahrscheinlich irgendwo an seiner Ankel verletzt. Und Anselmont. So. Let's go. 84%, 1984. Aktueller denn je. Wir ziehen durch. Boah, Alter. Den Sprung wollte ich gar nicht. Ja, ist schon eine schwerere Strecke. Macht mega Spaß. Voll geiles Game. Super Game. Bin froh, dass ich es zum Laufen gebracht habe. So, ich gehe mal ein bisschen auf Nummer sicher, um einfach zu schauen, wo ich hier richtig durchziehen kann. Boah, da sind wir ausgehebelt worden. Ne, wirklich gute Mechaniken. Alter Schwede, warum macht 49 Games eigentlich nichts mehr? Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, dass die aufgekauft wurden von irgendeiner deutschen Spielefirma, aber seitdem machen sie halt nichts mehr in diese Richtung. Wie gesagt, das andere Wintersportspiel fand ich zumindest ziemlich öde. Aber können wir vielleicht auch nochmal reinschauen. Die Mucke ballert, 1,16 Vorsprung für den Wahnsinn Michel. Oh, da vorne Rechtskurve. Jetzt geht es aber auch nochmal hier richtig bergab, ne? Beim Abfahrtslauf nicht selten. Aber Abfahrt ist eigentlich fast ein bisschen öde. Ja, sagte er und fuhr erstmal neben die Ideallinie. Boah, Schneegestöber. Ja, die Strecke war jetzt nicht besonders fordernd. Gibt schon die ganze Zeit. 2 Sekunden Vorsprung, kein Fehler gemacht. Note 1. Das ist eine 1, ich weiß, das ist oben eine Schulnote. Bin mir immer noch unsicher. Mund zu! Ist im Winter ganz praktisch eigentlich, dass da wenig Viehzeug. Schaut euch diese Lichtschattenwechsel an. Auch ganz kompliziert. Ich liebe diese Phrasen einfach. Genauigkeit befriedigend. Reicht. Hauptsache, ich bin befriedigt. 6 Zehntel Vorsprung vor Marc Genie und die Horrorshow jetzt mit 1,45,5. Piste ist anscheinend nicht mehr ganz so fresh. Was war denn da los? Ja, also der Start vorher war besser. Aber jetzt ziehen wir einfach hier komplett durch. Boah. Ja. War jetzt nicht wirklich viel besser. Alter. Also da ging ja, ach, der darf noch weiterlaufen dann. Das gilt als Fehler. Ja, leck mich doch am Zuckerli. Alter, was ist denn jetzt los im zweiten Durchgang? Wie geil. Ich dachte, ich bin jetzt raus. Wie blöd ist das denn? Den hole ich da vorne noch. Gar kein Problem. Der kann doch nichts. Die Strecke ist ganz einfach. Da kann ja gar nichts passieren. So, jetzt kommt wieder der Bo Hansen. So, wir kommen tatsächlich ein bisschen näher. Mich juckt schon wieder unter der Nase. Kann mich mal jemand kratzen? So ein richtig famer YouTuber wie Montana Black, der hat bestimmt einen Nasenkratzer. Ja, also wie gesagt, unten ist die Piste auch echt langweilig. Aber wir haben es jetzt halt oben verschissen. Hier sieht man wieder nichts. Ich finde aber gut, dass die Pfeile da sind. Ob die in der Realität auch da sind, ich wage es zu bezweifeln.
zweiter Durchgang jetzt bei weitem nicht so gut, beziehungsweise der eine Durchgang, den wir haben, das andere war ja Probelauf. Ja, zufrieden ist er trotzdem. Zufrieden ist er trotzdem, der Wamsi Michel. Wir sind Schlimmeres gewöhnt. 1,46, 8,2, Start 55%, war nicht ganz so nice. Weiß nicht, ob wir da zufrieden sein können, aber wir sind mit der Horrorshow erstmal auf Platz 1, geteilter erster Platz. Und dann schauen wir mal in die Siegerehrung rein. Ach so, ist jetzt auch hier schon rum. Aber das ist schon eine krasse Kamerafahrt. Nice. Warum juckt mich denn nicht die ganze Zeit hier? So, 5000 Euro. Ach, krasser Scheiß, man wird hier aber schnell reich. Ja, Einigkeit und Recht und Freiheit. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Super. 7 Punkte, das ist aber keine gerade Zahl. Die kann ich doch gar nicht richtig verteilen. Slalom kann ich eh. Ist überhaupt kein Problem. Super G kommt jetzt als nächstes. Und ich würde sagen, wir machen hier aber mal den Cut. Die erste Folge haue ich jetzt mal als Sonderepisode raus. Und ihr könnt sagen, wie beschissen ich doch bin. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.